Ja, wenn man die letzten Spiele hier verfolgt hat im Stadion, hat so ein bisschen der Mut den Jungs gefehlt. Bedingt vielleicht auch, dass die Stimmung dann vielleicht ein bisschen immer am Anfang gekippt ist nach den ersten Fehlern. Und das ist natürlich ganz wichtig. Morgen müssen wir mutig sein und wir hoffen natürlich auch absolut auf die Unterstützung der tollen Fans hier. Und das muss das große Ziel sein, dass wir morgen gemeinsam das Spiel angehen und gemeinsam meine ich den Verein mit den Fans zusammen, mit der Mannschaft. Wir werden auf dem Platz alles dafür tun, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Die Spieler werden sich aufreißen, die werden alles aus sich rausholen, da bin ich überzeugt und so wollen wir das dann morgen angehen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in den letzten Tagen nicht mehr auf die Tabelle geschaut und ich weiß gar nicht, was um uns herum ist. Es ist jetzt auch nicht unbedingt lohnenswert, da drauf zu schauen, aber lohnenswert ist es weiterhin an seinen Saisonzielen festzuhalten, weil es wir ja auch gezeigt haben, wie viele Punkte man schnell liegen lassen kann oder den Vorsprung, wie gesagt, den wir uns da erarbeitet hatten, halt auch schnell wieder aufzugeben. Das kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen. Ja, ich erwarte und hoffe mir, dass wir das Spiel gewinnen werden. Keine leichte Aufgabe, keine Frage halt, aber man versucht ja zu diesem Spiel immer das Bestmögliche zu machen und das habe ich ja auch gestern schon begründet, warum wir den Zeitpunkt so gewählt haben, dass wir insgesamt halt nicht die Hoffnung gehabt haben, dass wir dieses wichtige Spiel in der Konstellation noch bewerkstelligen können. Glauben Sie mir, ich habe andere Gedanken im Moment wie das, was ich morgen anhabe, aber ich werde sicherlich nicht nackt an der Bank stehen, das ist klar.